Ja, also das mit dem Stream, das ich dachte eigentlich, du schaust, deswegen. Mal schauen, was ich noch erforschen kann hier. Die Webmaschine, das würde ja doch die Herstellung von Stoffen um einiges erleichtern. Das bildest du dir ein, Fliegen können nicht lachen. Warte auf Anweisung. Naja. Jedenfalls haben wir jetzt fast soweit. 220, wir brauchen 260, haben wir gesagt. Sprich, 4 Häuser noch. Sollte machbar sein. Okay, das ist, ja, das ist ein Argument. Natürlich kann jedes Lebewesen lachen, aber wir hören es nicht. Nicht bei Fliegen zumindest. Die Weltherrschaft von Fliegen, das wäre doch mal eine nette Abwechslung, oder? Sonst versuchen es doch immer Laborratten. Warum nicht mal Fliegen? Forschung abgeschlossen. Ich mache mir gerade gewisse Sorgen. Um einen gewissen Teil meiner Zuseher. Wir haben es uns behaglich eingebracht. Jawohl, eine Atombombe. Made by Fliegen. Na super. Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Ach komm, mir fehlen die 3 Ziegel jetzt. Das finde ich jetzt uncool. Eichhörnchenkadaver, ja genau. Ach schön. Großartig! Endlich fließt wieder Geld in die Kassen und der Stützpunkt läuft. Nun können wir uns unserem eigentlichen Ziel zuwenden. Dem Auge des Drachen. Wenn du sagst Zitronen, Bohnen, Ketchup und Mayonnaise gemischt. Kennt ihr Alexi Bexi, Alex TV? Der ist ja auch immer so wahnsinnig geschmackvolle Sachen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein Cheeseburger mit Nutella oder so. Nein, Teddy, schicke ich dann einfach mal den Link. Ja, Cheeseburger mit Nutella oder die abartigsten Cocktails, die da geschlürft werden. Der kriegt mittlerweile richtige Challenges von seinen Zusehern, was er sich nicht alles zusammenschmieren soll. Und das dann ganz, das Ganze dann essen soll. Ja, mein Schiff steht ja hier mitten in der Pampa. Kurs aufnehmen. Alex TV, Alexi Bexi, ja. Also Alexi Bexi heißt der Channel. Ich habe Dschungelcamp nie gesehen. Keine Ahnung. Im Eigentlichen macht er ja Songübersetzungen. Er übersetzt Songs vom Englischen ins Deutsche. Aber mit diesen Erklärbären, da hat er sich einiges angefangen. Also...
Gleich eine Warnung ließ nicht den oberen Teil, sehr schön. Da fühlt man sich doch gleich ermutigt, wieder mit Essen zu kommen bei dem Livestream. Ja, das finde ich super. So, wir brauchen Holz, wir brauchen Werkzeug und ich fürchte, wir brauchen auch Lehm, um die... Natürlich benötigen wir Ziegel. Wäre ja zu schön gewesen. Kapitän auf der Brücke. Aber naja, wir können zumindest anfangen. Ich könnte jetzt natürlich ein bisschen Guster machen. Fremdwerbung hier im Channel von Freunden. Na super. Wir gehen jetzt übrigens gleich auf die Waljagd. Da wird es dann wieder etwas spannender. Übrigens, seht euch mal die Wassereffekte an. Die waren für das damalige Jahr revolutionär. Ich fürchte, ich habe das Einfügen vom Links im Chat blockiert. Ja, ich habe das Einfügen von Links im Chat blockiert. Das war Standardeinstellung und ich dachte mir, ja, brauchen wir eh nicht. Also gut, ich habe jetzt eine Insel besiedelt. Ich brauche einen Namen dafür. Vorschläge? Wir hatten vorher irgendwas. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Nicht Klufterbeschwörer. Eine Ware wird knapp. Klufterentdecker hatten wir, genau. Die muss ich noch nachholen, denn wir hatten das vorher ja... Ändern des Stadtnamens nicht möglich. Ach komm. Ich verstehe es ja, wenn ich den Namen der Hauptstadt... Ich bin so abgelenkt von dieser Legende über das Auge des Drachen. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass uns das Essen ausgehen könnte. Und nun habe ich ein riesiges Loch im Bauch. Kapitän auf der Brücke. Hier noch ein paar Ziegel holen. Hiss die Segel! Allerdings werde ich zuerst die Rinderfarm hier bauen. Denn das wäre schon ganz praktisch. Okay, schade, aber man sieht sich. So, meine Frage stupider Neugierde. Wollt ihr eigentlich noch was von Shogun sehen oder bleiben wir bei Anno? Ich werfe die Frage mal so in den Raum. Es kann sofort losgehen. Warte auf Anweisung. Okay, das dürfte wohl ziemlich deutlich werden. Noch ein paar vielleicht. Ach, ihr meint noch ein Battle Starcraft 2 oder sowas. Ach du Schande. Ja, das... Ich frage mich manchmal echt, was hier los ist, Leute. Das... Oh. Jedenfalls folgendes. Das Let's Battle StarCraft 2, das kommt in den nächsten, ich sag mal, 2 bis maximal allerhöchstens 3 Wochen.
Ein Turnier mit StarCraft. Ich will endlich diese versunkenen Ruinen erkunden. Spann mich doch nicht so auf die Folter. Ja, ist schon cool. Ein Turnier in StarCraft. Mach dich doch nicht lächerlich. Es wird definitiv wieder Turniere geben hier. Ich weiß noch nicht, ob mit League oder mit StarCraft oder mit Pokémon, keine Ahnung. Oder mit sonst irgendwas. Ja, welche Edition? Das ist eine gute Frage. Ich schätze mal Schwarz und Weiß. Das sind die letzten, die ich habe. Wohl eher Hardgold. Eher Hardgold und Soul Silver oder sowas. Da kenne ich mich nämlich auch noch aus. Die ersten 250, das war meine Zeit. Da war ich 10, 11. Das ging sich aus. Aber danach... So, jetzt brauchen wir erstmal eine Handelsroute. Wo ging das hier? Hier ging das. Okay, dann brauchen wir dann noch eine neue Handelsroute. Und zwar auf Ochsenstein laden wir ein... Halt. Ich brauche das Lampenöl ja für die Dingens, für die Opfergaben. Kapitän auf der Brücke. Das heißt, ich muss auch noch ein Konto hinbauen. Fahrt aufnehmen. Ich bin so abgelenkt von dieser Legende über das Auge des Drachen. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass uns das Essen ausgehen könnte. Und ja, Finn Hallqvist ist ja natürlich der absolute Experte hier. Alkohol wird knapp, na super. Den werden wir wohl kurzfristig zukaufen müssen von den Azteken. Irokesen? Keine Ahnung. Bin ein bisschen durcheinander mit den verschiedenen Stämmen, seit ich Loki spiele. Paraworld dauert nicht mehr allzu lange. Es wird sich dann nämlich sehr, sehr bald was ändern. Ich verrate euch noch nicht was. Kniet nieder in Demut, denn einst stand hier der Tempel des mächtigen Feuergottes Huethiotl. Um seinen Zorn nicht zu erregen, brannten die Opferfeuer Tag und Nacht. Die Azteken waren's. Was? Was soll ich verraten? Hä? Was dann? Hä? Nein, Paraworld dauert aus einem anderen Grund keine 100 Wochen. Es wird komplett durchgespielt von mir, aber es wird nicht so lange dauern, wie ich es eigentlich gedacht habe. Okay. Es funktioniert! Der Sturm hat aufgehört. Solange wir genug Lampenöl auf diese Insel schaffen, können wir die versunkene Stadt in Ruhe nach dem Auge des Drachen durchsuchen. Kapitän auf der Brücke. Fahrt aufnehmen. Ja, dann rate doch mal. Nein, kein Schnelldurchlauf. Brauchst du auch nicht. Jetzt gleich zocken und schauen, was passiert, ist unnötig. Nein, also, okay. Ich sage euch, was los ist. Es ist so, dass Herr der Ringe, der Krieg im Norden, relativ bald vorbei ist. Und dann
starte ich kein neues Mittwochsprojekt mehr. Ein Projekt pro Woche, also ein Sonntagsprojekt reicht. Und ich werde dann am Mittwoch teilweise auch neue Parworld-Folgen bringen. Wenn ich gerade Lust und Laune dazu habe, also ziemlich oft wahrscheinlich. Nur es ist so, dass ich extrem darauf achte in nächster Zeit, dass ich möglichst wenig Projekte zeitgleich laufen habe. Das ist nämlich so momentan, ich habe... Wunderschönen guten Tag, Twain. Als Sonderexpert Pokémon. Nein. Also wie gesagt, da wird Parworld relativ bald, Fahrt aufnehmen. Weg sein. Also weg sein. Herr der Ringe wird bald weg sein und dann wird Parworld relativ bald, quasi einen Teil doppelten Sendeplatz kriegen. Ahoi. Das dauert jetzt aber noch ein paar Wochen, bis wir eben Herr der Ringe fertig haben. Und danach geht's dann mit dieser Action eben weiter. Was nach Parworld kommt, da bin ich mir nicht sicher, da werden wir wieder abstimmen. Abgesehen davon, dass es an die gefühlten 50 Spiele gibt, die ich gerne Let's Playen würde. Dark Souls 2 mittwochs eine halbe Stunde, das wäre ganz ehrlich keine gute Idee. Ich will Dark Souls 2 nämlich relativ bald, relativ verstärkt rausbringen. Nein, was ich unbedingt auch noch Let's Playen möchte, sind Overlord 1 und 2. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Ahoi! Fahrt aufnehmen! Ich weiß nicht, inwieweit ihr Overlord kennt. Ich bin so abgelenkt von dieser Legende über das Auge des Drachen. Ja, halt doch die Klappe. Ich hab gar nicht daran... Overlord 1 kam ja 2006 raus. Overlord. Also der böse Lord, der mit den Schergen rumläuft. Das will ich auf jeden Fall machen. Und Overlord 2 auch. Kamen ja beide für den PC. Genau, Overlord. Genau, mit den Schergen, wo die dann rumlaufen. Den ersten Teil möchte ich auf jeden Fall noch heuer starten. Da weiß ich allerdings noch nicht, bis wann. Denn ich möchte die Projekte gleichzeitig minimieren. Das heißt, ich möchte möglichst wenig Projekte gleichzeitig laufen lassen. Jetzt wird dann Alarmstufe 3. Wir sind jetzt beim letzten Volk der leicht aufgehenden Sonne. Gehen deinem Freund und dir die Vorräte aus? Ich werde deinem Wunsch entsprechen. Doch mein Herz ist schwer. Ja, ich weiß, es gibt aktuell mittlerweile sehr, sehr wenige Spiele, die... Ach, deswegen Nahrungsmittelknappheit. Kann ich alles heißt, abgeholt werden. Ahoi. Es kann sofort losgehen. Es gibt mittlerweile kaum noch Spiele, die nicht von irgendjemandem Let's Played werden. Von daher ist es im Prinzip ziemlich egal, was ich spielen werde. Was ich auf jeden Fall aber auch noch machen möchte, ist Flatout 2. Flatout 1 hat ja schon ein bisschen veraltete Grafik gehabt, aber Flatout 2 sieht auch heute noch richtig, richtig gut aus. Und bietet noch viel mehr Action. Castle Story. Sagt mir gerade nichts. Es freut mich aber, dass du dort nicht schaust. Das kann sofort losgehen. Nein, freut mich ernsthaft, also... Das kann sofort losgehen. Ja, wie gesagt, Flatout 1 war halt...
ziemlich... nieder in Demut. Denn ja. Einst stand hier der Tempel des mächtigen Feuergottes Huetiotl. Um seinen Zorn nicht zu erregen, brannten die Opferfeuer Tag und Nacht. From Dust? Ja, wie gesagt, es gibt einen Haufen Spiele, die Let's Played werden wollen. Wir dachten ja auch an Paraworld, an Borderlands, das habe ich auch mal angekündigt, aber das wird's irgendwie so nicht. Wir haben zwar schon Folgen produziert, aber nachdem das Borderlands 2 kommt, überlegen wir gerade, ob wir das vielleicht nicht vorziehen. Trackmania. So, Trackmania 2 habe ich in letzter Fang gemacht. Warte auf Anweisung. Da habe ich allerdings relativ wenige Chancen. Es kann sofort losgehen. Denn, falls jemandem der Stürzer Part was sagt, der macht er ja mit Compro mittlerweile echt eine riesen Community mit Trackmania. Also, so ziemlich jeder deutschsprachige Zuseher, der da irgendwie was mit Trackmania schauen will, schaut beim Stürzer Part, weil der auch selbst mitspielen kann dort. Das heißt, Trackmania würde ich jetzt so wahrscheinlich nicht in den großen, die große Begeisterung auslösen. Wobei ich noch was Neues für euch habe, und zwar auf sovi.de. Also seht ihr ab heute auch auf meinem Kanal, da ist jetzt ein neuer Link zu sovi.de. Da bin ich jetzt auch in der Let's Player Bibliothek. Das heißt, von dort kommen jetzt auch neue Zuseher dazu. Das kann sofort losgehen. Hoffe ich. Wird ausgeführt. Also man kann mich da jetzt auch in der Bibliothek abrufen von sovi.de. Kann ich den Namen mal aufschreiben? Natürlich. Rips, Editor. Ja, natürlich, ihr seid die große... Achso, vom... Ach Gott. Der Sturzio-Part. Eigentlich ein sehr, sehr guter Let's Player, da will ich überhaupt nichts sagen, aber bei dem, seinem Compro Trackmania Zeugs, habe ich absolut keine Chance. Also, das ist jetzt nicht so irgendwie, dass ich nicht machen möchte, sondern vielmehr... Ich bin so abgelenkt von dieser Legende über das Auge des Drachen. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass uns das Essen ausgehen könnte. Und nun habe ich ein riesiges Loch im Bauch. Da unten! An dieser Stelle muss sich einst ein aztekischer Tempel befunden haben. Vielleicht ist hier auch das Auge des Drachen versteckt. Aber wie kommen wir da runter? Ja, Delfina. Nur jetzt haben wir eben das neue Problem, die versunkene Stadt. Wie sollen wir da runterkommen? Das ist ziemlich problematisch. In die Wanden, Männer! Vielleicht kann uns Horatio helfen. Er ist Erfinder. Etwas sonderbar, aber genial. Allerdings, wie ich ihn kenne, werden wir ihn nur mit ein paar Goldmünzen und einigen Fässchen Hochprozentigem aus seiner Werkstatt locken können. Das heißt... Wenn es ein Drachenauge gibt, warum dann kein Skelett? Das ist ganz einfach, das Auge des Drachen. So heißt das Artefakt übersetzt, sinngemäß. Seil an einem Stein anbinden, andere ändern mir und dann ins Wasser, na genau. Wir brauchen Geld und etwas zu trinken, sonst wird Horatio nicht hierher kommen wollen. Die Alkoholvorräte sind sehr knapp dran, wie ich gerade feststelle. Warte auf Anweisung. Dass dir die Waren ausgehen, ist ein böses Ohr. Wir werden erstmal hier ein paar Stoffe verkaufen, damit wir auch genug Gold haben. Es kann sofort losgehen. Kurs aufnehmen. KLUG, der kleine, laute, unzerstörbare Golem. Ja, Guild Wars 2 ist gigantisch.
Bevor es auf Chuck Norris kommt, lasst's gleich mal gut sein, Leute. Willst du mir ein Geschäft vorschlagen? Nimm meinetwegen diese Waren, aber geh fort, ehe es zu spät ist. Eure Vorräte sind anscheinend schon aufgebraucht. Ich helfe dir, obwohl du uns und dich selbst durch dein Tun in Gefahr bringst. So, Werkzeug haben wir ja wie Sand am Meer. Das heißt, wir werden die Werkzeugproduktion jetzt mal einstellen. Vor allem frisst auch verdammt viel Gold. Kapitän auf der Brücke. Dafür allerdings müssen wir oben jetzt noch Hopfen anbauen und Alkohol herstellen. Denn unten geht uns langsam aber stetig der Platz auf der Insel aus. Ich mache mir ehrlich gesagt langsam wirklich gewisse Sorgen um euch, Leute. Hups, an der Insel vorbei gescrollt. So, dann werden wir dir mal langsam und stetig mit Lampenöl versorgen. Ahoi. Und zwar, jetzt sind wir bei der Handelsroute angelangt. Wo wir hier in Ochsenstein Lampenöl und Alkohol einlagern. Und beim Stützpunkt wieder auslagern. Wir haben ja nur die Vega, deswegen muss die Handelsroute vorläufig übernehmen. Kapitän auf der Brücke. Und wir bauen in der Zwischenzeit hier die Hopfenplantagen an. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Ich will mich ja nicht beschweren, aber du kannst mit Geld genauso wenig umgehen wie ich. Ich bin so abgelenkt von dieser Legende über das Auge des Drachen. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass uns das Essen ausgehen könnte. Und nun habe ich ein riesiges Loch im Bauch. Ich bräuchte langsam wirklich eine Sekretärin, ja? Ach, ein Warenvorrat geht zur Neige. Es kann sofort losgehen. Martin, soll das jetzt eine Anspielung gewesen sein? Egal dazu. Egal, zu der Körpergröße kommt morgen im Update auch was. Naja. Ich bin kein YouTube-Partner und deswegen bekomme ich auch keine Kohle. Es ist nämlich in Österreich traurigerweise so, dass man erst ab 5000 Abos Partner werden kann. Das heißt, da hättet ihr noch einiges in Werbung für euch. Das wäre dann allerdings richtig, ja. Wobei ich da mittlerweile eine nette Idee hatte auch. Die da in gewisser Weise Abhilfe verschafft. Also, es läuft sicher noch eine Weile, bevor ich wirklich irgendwie
wen extra brauchen würde, der die ganzen Kommentare etc. beantwortet oder sonst irgendwie sich um alles kümmert. Es kann sofort losgehen. Wir machen so verdammt viel Holz, dann stellen wir mal die Produktionsketten hier ein. Und die Ziegel meinetwegen, damit es da... die kann ich noch abreißen, okay. Und die Ziegel meinetwegen, damit es da auch mal ein bisschen sparsamer zugeht. Und dann müssen die ja nicht mehr aufsteigen, das heißt, wir drehen die Steuern ein Stückchen hoch. Bildung und Wissen sind entscheidend. Allerdings dürfen die hier nicht zu hoch eingestellt sein, weil das ja, wie gesagt, schon in, nicht in 2070 umspringt. Was geht? Bildung und Wissen sind entscheidend. Schreib dich mal aus und sag mir dann Bescheid. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ja, also es gibt schon gewisse YouTube-Scout-Funktionen, die darauf achten, ob man jetzt so einen immens starken Schub an Abonnenten bekommt, dass das irgendwie extrem auffallen würde. Oder wenn die alle aus der gleichen Region kommen, dann würde das auch auffallen. Ich meine, wenn es jetzt ein Ballungszentrum ist, dann vielleicht noch weniger, aber wenn das immer dieselbe IP-Adresse ist, dann wird es irgendwann auffallen. Aber ihr könnt ja eventuell auch mich bei Sovi unterstützen. Oder mich allgemein irgendwie verbreiten, dass ich da mehr Abos bekomme. Mehr Zuschauer bekomme. Warte auf Anweisung. Also ganz ehrlich. Am einfachsten wäre es, wenn ihr einfach meine Videos bei Facebook verbreitet oder auf YouTube, auf euren Kanälen vielleicht in die Favoriten hinzufügt oder einfach einen Daumen hoch gibt auf jedes Video. Je mehr Daumen hoch, umso eher wird das Video vorgestellt. Ich bin so abgelenkt von dieser Legende über das Auge des Drachen. Halt euch Klappe für. Je mehr Daumen hoch ein Video hat, umso eher wird es bei anderen vorgestellt in dieser empfohlenen Videos-Leiste. Achso, du bist dann bei Nerdbook, oder wie? Vergiss bitte nicht, dass wir Horatio im Voraus bezahlen müssen. Kapitän auf der Brücke. Langsam pendelt sich der Alkohol ein. Um Horatio anzuwerben, brauchen wir unbedingt ein paar Goldmünzen und etwas zu trinken. Herrje, der Sturm frischt wieder auf und wir haben mein Artefakt noch nicht gefunden. Wir brauchen Geld und etwas zu trinken. Ja, es stimmt schon, in ein paar Ländern ist YouTube bzw. allgemein Google gebannt. Also total gesperrt. Du kommst auf keine Google-Adresse, nicht mal über Proxy. Das ist extrem hart, ja? Vergiss bitte nicht, dass wir Horatio im Voraus bezahlen. Jetzt erklär mir mal, warum sie es verdient haben, deiner Meinung nach. Kann ja sein, dass ich was verpasst habe, aber warum hätte das jemand verdient?
Also, falls ihr mir auf Sovi Unterstützung geben wollt, weil ich gerade lese, hat sich auf Sovi angemeldet. Einfach mich positiv bewerten dort. Wenn ich genug positive Bewertungen habe, werde ich da vom normalen Let's Player zum Sovi Approved Let's Player aufsteigen. Und dann habe ich da bessere Chancen, promoted zu werden. Ihr könnt mich natürlich auch bei anderen vorschlagen. Zum Beispiel Mr. Trashpack oder Apple War. Die haben doch alle so einen Kanal der Woche. Wenn sich da genug finden, die dann eine PN hinschreiben per YouTube, dass sie eventuell mal zum Beispiel Absurdus vorstellen sollen, würde das sicherlich auch funktionieren. Und dass SpongeBob ab 16 sein sollte, halte ich für ein Gerücht, das sollte ab 18 sein. Also teilweise sind da schon ein paar Sachen dabei, wo ich mir denke, okay. Ja, Google Hong Kong gibt's auch, aber die haben mittlerweile einen anderen Namen. Um Horatio anzuwerben, brauchen wir unbedingt ein paar Goldmünzen und etwas zu trinken. Warte auf Anweisung. Das Ganze dringend mal ein paar Stoffe wieder verkaufen, ansonsten habe ich da ein Problem. Warte auf Anweisung. Ja, dann schreibst du halt bei dem Kommentar mit 50 Zeichen rein, warum du gerade bei mir schaust oder... Keine Ahnung. Oder im Generellen, was du so von meinen Let's Plays hältst. Mein aufrichtiges Beileid. 10 Schulstunden voller... Naja. Eventuell ein kleines Trostpflaster, auch die 10 Stunden gehen vorbei. Und ich glaube, es sind ja auch keine ganzen 10 Stunden, oder? Es sind ja jeweils nur 50 Minuten. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Kapitän auf der Brücke. Du kommst zum Handeln zu mir? Ja, wie gesagt. Ich bin so abgelenkt von dieser Legende über das Auge des Drachen. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass uns das Essen ausgehen könnte. Als Kommentar. Und nun habe ich ein riesiges Loch im Bauch. Zum Beispiel. Meine Hilfe ändert nichts daran, ach, dass halt du die Augen vor der drohenden Gefahr verschließt. Das ändert allerdings, was hätte ich jetzt gerade sagen? Ein Warenvorrat geht zur Neige. Okay, das ist hart. Wäre das irgendwie von den Stunden her? Wir brauchen Geld und etwas zu trinken. Sonst wird Horatio nicht hierher kommen wollen. Es kann sofort losgehen. Das ist doch auch irgendwie ein kleiner organisatorischer Fehler, oder? Das kann es ja auch nicht ganz sein. Falls ihr einen Schulsprecher habt, würde ich da ganz dringend mal zu dem gehen und dann einen kleinen Protest einlegen. Hat zumindest bei uns damals in der Hack funktioniert, zum Schulsprecher gehen und einfach mal sagen, hey, 10 Stunden sind ein bisschen Horror, dass man das irgendwie, was begehrst du von mir? Aufteilen kann oder so. Das Honorar für Horatio hätten wir jetzt beisammen. Soll ich aufbrechen, um ihn hierher zu bringen? Kapitän auf der Brücke. Das Honorar für Horatio hätten wir jetzt beisammen. Soll ich aufbrechen, um ihn hierher zu bringen? Hervorragend. Ich beeile mich. Bin bald mit Horatio wieder hier. Nun habe ich mich an deinem Unglück mitschuldig gemacht. Ich werde deinem Wunsch entsprechen. Doch mein Herz ist schwer. Wird bei euch der Schulsprecher nicht von den Schülern gewählt? Warte auf Anweisung. Warum wählt denn eine Niete zum Schulsprecher? Kapitän auf der Brücke. Oh. Fail. Von daher hatte ich eigentlich immer Glück mit unseren Schulsprechern. Ich meine, wir hatten zwar eine Schulsprecherin, die war jetzt nicht wirklich der absolute Oberbrenner. Aber ansonsten hatten wir eigentlich immer sehr viel Glück dabei. Also, wir haben es eben auch geschafft. Wir hatten das Problem, nach 4, 5 und 6 Unterrichtsstunden wäre ein Bus gefahren.
und nach 8 wäre ein Bus gefahren. Und wir hatten... In der ersten Klasse hatten wir das. Da hatten wir jeden Montag 7 Unterrichtsstunden. Also immer ganz knapp beim Bus vorbei. Und wir sind dann irgendwann mal zum Schulsprecher gegangen und haben gemeint, ja, okay, ob man vielleicht nicht irgendwie was mit den Lehrern absprechen, die Unterrichtsstunden staffeln, etc. Ja, Klassensprecher gab es bei uns auch keine richtigen, von daher. Ob man da nicht irgendwas mit den Unterrichtsstunden staffeln kann, etc. Der ist dann auch zum Direktor gegangen, hat das mit ihm abgesprochen und geklärt. Und wir hatten dann nur jede zweite Woche Unterricht und dafür eben 8 Stunden, wo wir dann mit dem Bus heim konnten. Und nicht unnötig warten mussten. Ja. Oder wenn der Schulsprecher eine Niete ist, dann stellt halt klassenweise einen Antrag zusammen. Macht eine kleine Unterschriftenaktion in der Klasse. Es wird also ziemlich alle Klassen, also so ziemlich alle Klassen ist jetzt, weiß ich nicht, wenn es alle Klassen betrifft, dann lass alle Klassen unterschreiben. Das Feuer im Schrein brennt wieder und der Sturm hat sich gelegt. Jetzt können wir ungehindert in der versunkenen Stadt nach dem Artefakt. Nieder in Demut, denn einst stand hier der Tempel des mächtigen Feuergottes Huetiotl. Um seinen Zorn nicht zu erregen, brannten die Opferfeuer Tag und Nacht. Hier auch mit Arbeitern, die das Öl aus dem Kontor... Da bin ich wieder. Und ich komme nicht allein. Hier ist er, der berühmte Erfinder und Wissenschaftler Horatio. Finn hat von euren archäologischen Requirierungskomplikationen erzählt. Nun, ich kann schlecht Kiemen an eure Hälse montieren, aber... Ich habe zufällig etwas entwickelt, als ich letztens in der Badewanne... Ja, naja, ich nenne meine Erfindung übrigens Taucherglocke. Allerdings musst du mir erst eine Werkstatt bauen, in der ich mich schön ausruhe... wo ich mich auf den Bau der Taucherglocke konzentrieren kann. Ich will mich ja nicht beschweren, aber... Du kannst nicht. Ich bin so abgelenkt von dieser Legende über das... Ja. So, Fakt ist, es ist 21 Uhr, liebe Leute. Ich werde jetzt hier mal speichern. Na, kommst du her. Speichern. So. Spiel gespeichert. Wir werden jetzt hier mal das Spiel verlassen.